Ilse Anger verliert ihre Wohnung durch einen Bombenangriff. Ihr Mann ist im Krieg, irgendwo, wenn er überhaupt noch lebt. Den dreijährigen Sohn bringt sie bei ihrer Mutter unter. Sie selbst bekommt ein Zimmer in Wilmersdorf zugewiesen und verbringt im April 1945 die meiste Zeit im Luftschutzkeller. Allein unter Fremden. Sie hat keinen Kontakt zu ihrer Familie. Mit den anderen in der Notgemeinschaft teilt sie ihre Angst, ihre Ungewissheit. Sie alle ahnen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Russen sie finden werden. Doch was passiert dann mit ihnen? Scheißding. Lassen Sie mich mal probieren. Gegenwehr gelang es da. Hatte irgendeiner ein Radio da? Weiß ich was zurechtgebastelt, dass wir auch mal Nachrichten hörten. Sind die Russen? So nah? Das kann doch gar nicht sein. Ich will hier raus. Stalin-Morgen. Wenn ihr die E-Mail gehört habt, vergisst ihr nie wieder. Die bringen uns alle um, die Gottverdammten Iwans. So schlimm wird's schon nicht werden. Das war in der Wochenschau. Wir haben gehaust wie die Bestien in Ostpreußen. Bei den erfolgreichen Gegenangriffen sind die deutschen Soldaten auf grausige Spuren bolschewistischen Mordterrors gestoßen. In Nemmersdorf und den anderen ostpreußischen Orten hat die den Sowjethorden von ihrer Führung gegebene volle Handlungsfreiheit gegenüber der Zivilbevölkerung bestialische Auswirkungen gefunden. Geschändete Frauen, erschlagene Greise, ermordete Kinder. Ilse Anger verlässt kurz den Keller, um sich oben im Haus zu waschen. Auf der Straße sieht sie Soldaten, will sie ansprechen. Doch im allerletzten Moment erkennt sie, es sind Russen. Guten Tag. Ja. Sind deutsche Soldaten hier drin? Nein. Ganz sicher? Ganz sicher. Im Moment fiel uns allen ein Stein vom Herzen. Und dann hieß es, der ist ja so nett und ja, es ist vielleicht doch nicht so schlimm. Und das war dann noch so eine Gnadenfrist, die uns beschert war. Waren russische Soldaten schon hier? Пошли. 2,5 bis 3 Stunden später kam dann der nächste Russe. Und dann nahm er mich mit raus und ich musste auch vor ihm gehen und hat mir unverständlich zu verstehen gegeben, was er wollte. Er machte seine Hose auf und ich sagte nein und fing an, mich zu wehren. Und da habe ich, weiß ich nur, dass ich da so irgendwie mit diesem Gewehrkolben hat er mir wohl eins auf den Kopf gehauen. Im Moment war ich wohl weg. Wie ich dann wieder zu mir kam, lag ich da auf dem Kellerfußboden. Mein Rock war zerrissen und es war ein Wunder, dass er mich nicht erschossen hat. Soldat? Ich? Nicht Soldat, nee. Hier. Mein Bein ist kaputt. Wodka. Danke. Wo ist Frau? Hier ist keine Frau. Willkommen. Aber dann, Frau. Понял? Понял? Und da bin ich in diesem Buffet, muss ich sagen, bis zum frühen Morgen habe ich da gelegen. Ich bin 1000 Tode gestorben. Ich habe immer gedacht, die kommen zurück und vielleicht schießen sie so eine MP-Garde, also so eine Salve da rein, verstehen Sie? Und ich liege da drin. Und also da habe ich gedacht, nein, noch eine Nacht bleibst du nicht in diesem Buffet. Guten Morgen.
Und jetzt? In den Keller können sie nicht zurück. Wo sind denn die anderen Frauen? Keine Ahnung, abgehauen. Und was wird jetzt aus mir? Russen sind weg! Was? Weitergezogen Richtung Zentrum. Das heißt? Das heißt, dass sie wieder runter können. Das ist für Sie. Danke. Danke für alles. Aber eins müssen Sie mir versprechen. Was? Bleiben Sie übrig. Kurz nach Kriegsende stellt Ilse Anger fest, dass sie schwanger ist. In einem Krankenhaus in Cuxhaven wird die Abtreibung vorgenommen. Nachdem ihr erster Mann im Krieg vermisst blieb, heiratet Ilse Anger 1948 erneut und bekommt zwei Kinder.